Ja, dann herzlich willkommen zum Talk Hibernate Tipps und Tricks. Dieser Talk ist ursprünglich daraus entstanden, dass ich auf meiner Seite Thoughts on Java.org ganz viele Fragen rund ums Thema Hibernate regelmäßig bekomme. Also ich schreibe seit inzwischen fast 6 Jahren regelmäßig über diesen Themenbereich, sprich JPA, Hibernate, ähnliche Java-Persistenzthemen. Und bin da in dem Themenumfeld auch als Freiberufler unterwegs, ich sage mal so als Hibernate-Problemlöser, Consulting, Coaching, Training, was beim Kunden entsprechend benötigt wird. Und in diesen Tätigkeiten, wie gesagt, werden immer wieder ganz viele Fragen gestellt. Zu Anfang habe ich die 1:1 in Kommentaren oder per E-Mail beantwortet und irgendwann festgestellt, naja, ist ein bisschen ineffizient, es kommen immer wieder die gleichen Fragen. Fragen dann per E-Mail und Copy und Paste beantworten, ist irgendwie doof. Also habe ich angefangen, das Ganze in Blogartikeln, meine Hibernate-Tipps-Reihe zu beantworten und habe dann daraus diesen Talk gemacht und entsprechend auch ein Buch veröffentlicht. Ja, für alle, die sich auf Folien gefreut haben, für die habe ich ganz schlechte Nachrichten, das waren fast die letzten Folien für heute. Wir werden den Abend hier in der IDE verbringen und uns verschiedenste Codebeispiele angucken und betrachten, was denn dann von Hibernate gemacht wird, wenn wir die entsprechenden Features einsetzen. Bevor wir starten, für mich vielleicht eine kurze Rückmeldung. Wer nutzt Hibernate regelmäßig? Nicht so viele. Ich einzige. Was machen die anderen? Einfach mal reinrufen. E-Beam war ich auch noch nicht mehr. Zu Fuß. Zu Fuß. Sprich JDBC mit SQL. Ja, ein bisschen veredelt. Okay. Oder EclipseLink. Okay, ja. Also EclipseLink als alternative JPA-Implementierung. Die meisten Sachen, die ich heute zeigen werde, funktionieren auch mit EclipseLink, weil wir da JPA-Features nutzen. Und da kann man das dann entsprechend auch mit EclipseLink nutzen. Wenn man es nicht nutzen kann, kann man sich relativ sicher sein, dass es ein ähnliches Feature mit EclipseLink gibt. Also auch die proprietären Features sind sehr, sehr ähnlich. Ja, sie sind dann mit einer anderen Annotation zu machen oder mit einer anderen Konfiguration, aber im Prinzip vom Konzept her hat man da meistens ein Gegenstück in beiden Implementierungen. Gut, dann starten wir doch einfach mal mit dem ersten Beispiel. Wenn man Leute über Hibernate schimpfen hört, dann hört man ganz häufig, ja, da werden ja die SQL-Abfragen versteckt und man weiß gar nicht, was genau intern gemacht wird oder wie lange jetzt meine Abfrage gelaufen ist. Ich kriege überhaupt gar keine Rückmeldung. Da muss ich sagen, das liegt dann nicht an Hibernate, sondern das liegt daran, dass man es für die Entwicklungsumgebung nicht richtig konfiguriert hat. Denn Hibernate kann uns da sehr wohl jede Menge Informationen bereitstellen. Hibernate hat nämlich eine Statistikkomponente. Die Statistikkomponente sammelt ganz viele Informationen darüber, was Hibernate intern gemacht hat innerhalb einer Session und kann uns das zusammengefasst zeigen. Also Anzahl Abfragen, wie lange Abfragen gedauert haben, etc. Das Feature ist aber standardmäßig deaktiviert. Warum? Weil Statistiken sammeln teuer ist, es bremst. Deswegen bitte das, was ich jetzt gleich zeige, nur auf der Entwicklungsumgebung aktivieren. Oder wenn man sehr verzweifelt ist auf Produktion. Aber es bremst ausreichend genug, dass man, wenn man vorher kein Performance-Problem hatte, man es nach Aktivieren der Statistiken wahrscheinlich schon hat. Was machen wir dafür? Wir müssen die Property Hibernate.generateStatistics entsprechend auf True setzen, um die Statistiken zu aktivieren. Hier im Beispiel mache ich das Ganze über meine Persistence XML-Konfiguration. Hauptgrund dafür ist, weil das einfach für Demos ist. Für echte Systeme würde ich empfehlen, das nicht über die Persistence XML zu machen, sondern man kann das Ganze auch über eine System Property machen. Das heißt, die kann ich auf mein Entwicklungssystem setzen, auf Produktion entsprechend nicht. Und dann muss ich nichts an meiner Anwendung ändern. Ich lasse sie entsprechend auf meinem Testsystem oder Entwicklungssystem laufen, habe die Statistiken, deploy das Gleiche nach Produktion, ich habe die Statistiken entsprechend nicht. Und wenn wir das schon machen, dann sollten wir auch die Log-Kategorie org hibernate-stat auf debug setzen, um noch ein paar mehr Informationen zu bekommen.
Schauen wir uns mal an, was wir dann für Informationen bekommen. Hier habe ich eine ganz einfache Abfrage, die einen Autor per ID selektiert. Und wenn wir jetzt ins Log gucken, dann sehen wir folgende Informationen. Wir sehen hier oben einmal die Abfrage, die ich im Code stehen hatte, nämlich ein Select auf den Author, mit der Zeit, wie lange es zur Ausführung gedauert hat und die Anzahl Zeilen, die zurückgeliefert wurden. Das bekomme ich für jede Abfrage. Hier unten bekomme ich eine Session-Zusammenfassung. Spannend sind da vor allem, wenn es um Abfragen geht, diese zwei Zeilen. Da kann ich nämlich sehen, wie viele Abfragen Hibernate in der aktuellen Session ausgeführt hat. Das sollte ich während der Entwicklung mit meinem Erwartungswert vergleichen. Das heißt, ich sollte mir überlegen, wie viele Abfragen ich denn erwarte und schauen, ob das dementsprechend auch der Fall ist. Auch kleinere Abweichungen sollte man sich da in Entwicklungssystemen anschauen, gerade wenn man auf kleineren Entwicklungsdatenbanken läuft. Denn N+1-Problem tritt auf Entwicklungssystemen gerne mal mit 5, 10 oder 20 zusätzlichen Abfragen auf. Das merkt man performancemäßig nicht. Auf einer großen Datenbank sind es plötzlich 10.000 zusätzliche Abfragen und die merkt man ganz sicher. Das heißt, an dieser Stelle kriege ich jede Menge Informationen daraus. Eine zweite Sache, die man sich angucken sollte, ist regelmäßig hier die Anzahl an Zeilen, die für die Abfrage selektiert wurden. Und wenn diese Zahl groß wird, ich würde mal sagen, wenn sie irgendwo im dreistelligen Bereich ist, spätestens sollte man sich überlegen, ob das, was man da gerade tut, denn Sinn macht. Die wenigsten Anwender wollen mehrere hundert Datensätze in irgendeiner Liste sehen. In der Backend-Verarbeitung gibt es vielleicht bessere Möglichkeiten, als wirklich alle Daten zu selektieren und sie dann im Java-Code zu verarbeiten. Das heißt, das ist eine Stelle, die man sich angucken sollte. Und was mich dabei dann immer wieder erstaunt ist, ich sage, naja, man muss ja nicht alles selektieren, dann höre ich immer mal wieder die Aussage, ja, aber ich kann mit Hibernate doch gar nicht einen Limit und Offset in meiner Abfrage machen. Wie soll ich denn eine Pagination meines Abfrageergebnisses machen? Und ja, das ist nicht ganz falsch. Also Limit und Offset werden von JPQL in der JPA-Spezifikation nicht unterstützt. Hibernate unterstützt sie auch nicht. Aber ich kann natürlich selbstverständlich einen Pagination-Ansatz für meine Abfrageergebnisse machen. Es steht einfach nur an einer anderen Stelle. Wir haben entsprechend hier SetMaxResults und SetFirstResult auf der Query. Das hat den Vorteil, dass wir das für unsere JPQL-Abfragen genauso wie unsere Criteria-Abfragen machen können, weil wir hier auf den gleichen Interfaces arbeiten. Und in der SQL-Abfrage wird das genau auf das übersetzt, was wir an der Stelle erwarten würden. Entsprechenden Limit Clause, wenn ich nur die ersten 5 Datensätze haben möchte, würde ich einen Startindex mit angeben, hätte ich auch noch ein entsprechendes Offset an der Stelle. Also genau das, was ich im SQL selber auch machen würde. Allerdings nicht über die Abfrage, sondern über hier die zwei Methoden auf der Query bzw. auf der Typed Query. Eine zweite Sache, in die man dann immer mal wieder stolpert, ist das Joinen von Entitäten. Mit SQL ist es ganz einfach. Ich kann ganz beliebig Tabellen joinen. Ich kann über alles Join Conditions definieren. Mit JPA leider nicht. JPA erfordert eine modellierte Beziehung zwischen zwei Entitäten, damit ich da ein Join drauf formulieren kann. Das ist nett, weil in unserem Mapping stehen ganz viele Informationen für dieses Join und das müssen wir dann in der JPQL-Abfrage nicht mit aufführen. Aber es beschränkt uns natürlich auch nur auf die Beziehung, die wir im Domänenmodell modelliert haben und unter Umständen wollen wir an der Stelle einfach gar nicht alle modellieren. In dem Fall können wir mit einem Hibernate-spezifischen Feature, nämlich dem hier, einer Join-Clause, innerhalb unserer JPQL-Abfragen genau das Gleiche machen, wie wir es in SQL machen würden. Wir können in diesem Fall einfach auf Basis unseres Domain-Modells sagen, wir joinen vom Book zum Review und geben die Join-Condition entsprechend mit. Wie gesagt, ein Hibernate-spezifisches Feature, kein
JPA-Feature. Ist das vorgesehen, dass das in das JPA reinwandert? Oder, also ich fände es sehr gut, wenn das in den JPA-Standard mit aufgenommen werden würde. Bisher habe ich aber nicht gehört, dass es da irgendwelche Überlegungen gibt, das mit aufzunehmen. Da müssen wir mal schauen. Vielleicht mit JPA 2.3 oder einem der nachfolgenden Releases. Es scheint ja im Prinzip keine große Änderung zu sein. Es ist einfach nur eine kleine, schöne Erweiterung der Abfragesprache. Vielleicht kriegen wir das in einem der nächsten Releases unter. Das wäre schön. So, und wenn ich den Code ausführe, dann generiert Hibernate genau das, was ich erwarten würde. Also ein einfaches Inner Join. Ich hatte ein Inner Join in der JPQL-Abfrage formuliert. Ein einfaches Inner Join zwischen Book und Review und entsprechend einer On-Clause, in der dann der Fremdschlüssel des Buches auf der Review-Tabelle mit der ID des Buches verglichen wird. Das, was wir im SQL entsprechend auch machen würden. Hat das schon mal jemand eingesetzt? Ja, also vereinzelt eingesetzt, das ist gut. Allen anderen würde ich das empfehlen, das im Hinterkopf zu behalten. Gerade sehr, sehr große Too-Many-Beziehungen werden ja nicht immer im Domänenmodell modelliert. Und auch nicht alle Beziehungen, die es im Tabellenmodell grundsätzlich geben würde, möchte man zwangsläufig in seinem Domänenmodell haben. Und in all den Fällen ist das ein sehr, sehr nützliches Feature. Eine weitere Sache, die man machen kann, ist, man kann Read-Only-Entity-Eigenschaften definieren, die nicht auf eine Datenbankspalte gemappt werden, sondern deren Inhalt aus einem SQL-Schnipsel kommt. Das ist ein Feature, was durchaus interessant ist, aber etwas mit Vorsicht zu genießen. Ich würde es nicht in performance-kritischen Anwendungen einsetzen. Das ist eher etwas, wenn man eine schnelle, einfache Lösung für eine Anwendung sucht, die nicht so viel parallele Last aushalten muss oder nicht so hohe Performance-Anforderungen hat. Warum? Weil dieses SQL-Schnipsel, was ich hier entsprechend mit angebe, jedes Mal in die Abfrage eingefügt wird, wenn ich in diesem Fall die Author-Entität aus der Datenbank lade. Und das kann potenziell natürlich die Abfrage signifikant verlangsamen. Das muss man sich an der Stelle angucken, wie komplex ist mein SQL-Schnipsel, was ich an der Stelle reingebe. Aber grundsätzlich ist das etwas, wo ich halt drüber nachdenken sollte, ob das aus Performance-Gesichtspunkten für meine Anwendung eine gute Idee ist. Als Feature an sich aber durchaus praktisch, denn ich kann hingehen und sagen, okay, in diesem Fall habe ich was ganz Einfaches gemacht. Ich berechne das Alter meines Autors. Ich könnte das auch zu durchaus komplexeren Berechnungen nutzen. Ich könnte zum Beispiel für einen Auftrag hingehen und sagen, ich summiere über alle Auftragspositionen mit einem SQL-Schnipsel und mappe mir das auf eine Summeneigenschaft auf meiner Order-Entity. Das ist dann eine Read-Only-Eigenschaft. Das heißt, ich kann sie nicht ändern, weil wir haben ja nur definiert, wie kommen wir von der Datenbank entsprechend zu unserer Entitätseigenschaft. Es gibt keinen Rückweg. Das ist aber native dann, also native von der Datenbank, was da ausgeführt wird, oder ist das eine Function, die im Hibernate hinterlegt wird und dann nochmal auf native übersetzt wird? Nee, das ist ein nativer SQL-Schnipsel. An der Stelle können wir alles machen, was unsere Datenbank entsprechend kann. Das nutze ich hier auch. Ich laufe in meinen Tests gegen eine Postgres-Datenbank und ich sage, okay, für meinen Autor speichere ich das Geburtsdatum, für Personen ein üblicher Ansatz. Dann nutze ich die Age-Methode, Age-Funktion, um entsprechend mir das Alter basierend auf dem Geburtsdatum geben zu lassen. Das bekomme ich an der Stelle sehr fein granular wieder. Jetzt interessieren uns aber nicht unbedingt die Tage und Wochen, sondern uns interessiert ausschließlich das Jahr und das kann ich halt mit der Postgres-Function DatePart entsprechend extrahieren und dann bekomme ich das Alter in Jahren für den Autor entsprechend zurück.
Und das wird dann jedes Mal genutzt, wenn ich meine Entität lade. Wir sehen es irgendwo hier. Da. Also das Ganze hier ist eine Abfrage, die meinen Autor selektiert. Und als Teil dieser Abfrage habe ich hier entsprechend meinen SQL-Schnipsel drin, dessen Rückgabewert dann auf die Eigenschaft mit der Formulärannotation entsprechend gemappt wird. Da stellt sich mal bei mir die Frage, ich finde es immer total schick, solche Sachen, aber dann bin ich natürlich zum Beispiel jetzt in einem Fall an die PostgreSQL gebunden. Genau. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel Unit-Tests habe oder sowas, kann ich dem irgendwie sagen, dann kann ich das irgendwie an dem Treiber festlegen, wann er die Formula zu exekuten hat, oder sage ich dann der H2 zum Beispiel, dass die im PostgreSQL-Mode laufen soll. Das ist immer so, deswegen habe ich auch so ein bisschen Angst, das zu benutzen, weil ich mich dann halt wirklich in diese Datenbank festpinne. Und nicht weiß, wie das zum Beispiel sich dann bei mir in Unit-Test verhält oder sowas. Ja. Wie oft hat man schon die Datenbank gewechselt? Also die Sorge ist halt, dass man sich an dieser Stelle jetzt an die Datenbankversion bindet. Und ja, damit könnte ich in Unit-Tests in Probleme laufen oder wenn ich irgendwann mal die Datenbank wechseln muss. An der Stelle habe ich im Prinzip zwei Ansätze. Ich könnte entweder diese Formula-Definition in ein XML-Mapping auslagern, sodass ich es dazu stöpseln kann oder weglassen kann. Oder aber ich müsste dafür sorgen, dass die Funktionen, die ich darin verwende, in allen Datenbanken zur Verfügung stehen. Das bedeutet, ich muss entweder SQL-Standard nutzen oder aber ich muss hingehen und die Funktionen im jeweiligen System nachimplementieren. Grundsätzlich würde ich aber für Unit oder für Tests davon abraten, gegen andere Datenbanksysteme zu laufen, als man in Produktion läuft. Weil man hat sich an der Stelle ja bewusst dafür entschieden, einen Integrationstest zu machen. Für einen Unit-Test würde ich die Datenbank komplett weglassen, muss ich meine Business-Logik entsprechend Unit-Test-fähig implementiert haben. Und wenn ich mich dann entscheide, okay, ich mache einen Integrationstest, dann habe ich bewusst gesagt, ich integriere mit der Datenbank. Sobald ich mit einer Datenbank integriere, die ich aber nicht in Produktion laufen lasse, hat mein Test an der Stelle keine große Aussagekraft mehr. Weil ich beantworte nicht, ob mein Code in der Produktions-Setup läuft. Ich beantworte nur, ob mein Code in dem Test-Setup läuft. Das interessiert meinen Endanwender aber überhaupt nicht. Das Einzige, was der Endanwender wissen möchte, ist, wenn ich auf diesen Knopf drücke, kommt das erwartete Ergebnis oder nicht. Und das erreiche ich nur, wenn ich gegen eine Produktionsdatenbank, also Produktionsdatenbank gleiches System laufe. Wenn ich trotzdem sage, okay, ich möchte unbedingt gegen so eine andere, gegen ein anderes Datenbanksystem laufen, H2 zum Beispiel als In-Memory-Datenbank, dann müsste ich das wenigstens in meiner Test-Pipeline entsprechend vorsehen und möglichst zeitnah, nicht erst kurz vor dem Release, mit dem richtigen Datenbanksystem testen. Denn immer mal wieder gibt es dann doch Unterschiede. Gegen was läufst du gerade? Bitte? Gegen was lassen wir die Tests gerade laufen? Eine Postgres-Datenbank. Okay, also das ist eine dedizierte Datenbank, die bei dir auf der Liste läuft. Genau, ich habe hier jetzt vor dem Vortrag halt einen Docker-Container mit einer Postgres-Datenbank hochgestartet und fahre damit meine Tests dagegen. Gut. Kommen wir zum nächsten Thema. Wer nutzt denn Datenbank-Views? Keiner. Das ist schade. Grundsätzlich sind Datenbank-Views auf Datenbankseite nämlich ein sehr gutes Feature, um uns leichten Zugriff auf unterschiedliche Präsentationen der Daten zu liefern, um zum Teil Zugriffsrechte wegzukapseln, um Daten vorzuaggregieren, die wir danach einfacher in unserer Datenbankabfrage verwenden können und vieles mehr. Und alles davon könnten wir eigentlich mit JPA und Hibernate problemlos nutzen, denn im Select-Statement unterscheidet sich eine Datenbank-View von einer Datenbank-Tabelle eigentlich nicht wirklich. Wir machen auf beides einen Select, sagen, welche Spalten wir selektieren wollen, können eine entsprechende Where-Clause hinzufügen etc.
Deswegen können wir eine View ganz einfach auf eine Entität mappen. Aber es gibt eine Besonderheit von Datenbank-Views, nämlich das ist, dass sie je nach Datenbanksystem und je nachdem, wie die View formuliert ist, read-only wird. Und das wäre dann ärgerlich, wenn wir entsprechend eine normale Entität gegen diese View mappen und im Code einfach annehmen, dass wir irgendwelche Update- oder Insert-Operationen darauf ausführen können. Es würde nämlich entsprechend dann in einer Exception resultieren. Aber dafür hat Hibernate eine Immutable-Annotation. Die sorgt dafür, dass die in diesem Fall BookViewEntity in den Dirty Checks nicht berücksichtigt wird. Sprich, wenn wir eine BookViewEntity laden und irgendwas daran ändern würden, würde Hibernate dafür kein SQL-Update-Statement auslösen. Wenn wir sagen, okay, wir annotieren das Ganze mit Immutable, schlage ich an der Stelle vor, dass wir auch die Primärschlüssel-Eigenschaft, nicht die, deren Getter-Methode, mit @id annotieren, weil uns das die Freiheit gibt, dass wir Getter- und Setter-Methoden weglassen oder implementieren können, wie wir sie möchten. Und in diesem Fall würde ich dann vorschlagen, alle Setter-Methoden auf dieser unveränderlichen Entity wegzulassen, um ganz klar zu signalisieren, dies ist eine Entity, die man nicht verändern kann. Denn das Unangenehme ist, wenn wir jetzt hier in unserem Test diese Entity verändern würden, dann würde diese Entity einfach ignoriert werden. Das heißt, es gibt keinerlei Fehlermeldung, es gibt keinerlei Rückmeldung. Die Schreiboperation, die wir gedacht haben, dass wir sie implementiert haben, wird nie ausgeführt. Und damit geht die Änderung einfach verloren. Aber für rein lesenden Zugriff an der Stelle dann immer noch eine gute Lösung. Oder ich muss halt dafür sorgen, dass meine Entity, dass meine View schreibbar ist. Und dann könnte ich es als ganz normale Datenbank, als ganz normale Entität in Hibernate mappen. Könnte man natürlich dann in ein normales DO-Objekt wieder transferieren und dann könnte man das speichern. Ja. Ich habe nur gerade einen Gedankengang gehabt, so dass man irgendwie so eine Übersichtstabelle hat, dann klickt man da drauf. Ja. Alles gut. Okay. ein weiteres Feature, was ich gerne zeigen möchte, was für kleinere Anwendung ganz gut geeignet ist, ist die Sortierung von Beziehungen. Mit der Order-By-Annotation kann man eine Order-By-Clause definieren, die für das Laden einer Beziehung verwendet wird. Das heißt, in diesem Fall würde ich die Autoren eines Buches immer in alphabetischer Reihenfolge der Nach- und Vornamen erhalten. Das ist unter Umständen die Sortierung, die ich an allen Stellen in meiner Anwendung sehen möchte. In dem Fall könnte ich mir überlegen, ob ich das auf der Entity im Mapping definiere. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass diese Order-By-Clause bei jedem Zugriff entsprechend hinzugefügt wird. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, das ist eher etwas für kleinere Anwendungen, weil ja, Sortierungen sind sehr effizient in der Datenbank umgesetzt. Aber es kostet nichtsdestotrotz Zeit und wenn ich das auf riesigen Datenmengen und mit etlichen 100 oder 1000 Nutzern parallel mache, kann genau das der letzte Schritt sein, der mir dann Performance-Probleme beschert oder entsprechend hohe Last auf der Datenbank erzeugt. Wie genau funktioniert das? Na, ich gebe hier meine Sortierungskriterien für die Beziehung an auf Basis meines Domänenmodells, also so wie ich es auch in einer JPQL-Clause entsprechend machen würde. Hier sage ich, Last Name vom Author, First Name vom Author sind die beiden Sortierungskriterien. Und wenn wir jetzt entsprechend
hier in die Abfrage gucken. Hier selektieren wir die Autoren und es gibt hier entsprechend eine Order-By-Clause. Jetzt natürlich übersetzt ins SQL auf Author 1 erst per Last Name und dann per First Name und wir sehen Autoren Bauer, Gregory, King in alphabetischer Reihenfolge sortiert. Gut, ein weiteres schönes Feature, was wir mit JPA 2.1 vor einigen Jahren bekommen haben, ist die Funktion Function. Bisher waren, oder vor JPA 2.1 waren wir bei der Ausführung von Datenbankfunktionen ziemlich eingeschränkt. Wir waren auf die Funktionen beschränkt, die im JPQL Standard oder wenn wir mit Hibernate gearbeitet haben, durch Hibernate selbst oder durch den Datenbankdialekt vorgegeben waren. Wenn wir uns das aber in der Praxis angucken, dann haben wir Datenbanken, die ungefähr so viele Funktionen mitbringen. Die können wir selber nochmal erweitern, wenn wir es möchten, mit eigenen Funktionen. Der SQL-Standard unterstützt aber nur einen Teil davon und der JPQL-Standard noch viel weniger. Das führte dazu, dass wir nur ganz, ganz wenige Datenbankfunktionen in JPQL-Abfragen nutzen konnten und so gut wie immer, wenn wir mit Funktionen gearbeitet haben, dann auf native Abfragen zurückgreifen mussten. Also mal abgesehen von so Sachen wie Zählen von Datensätzen, sprich Count-Funktionen oder Summieren, das ist selbstverständlich Bestandteil des JPQL-Standards. Aber sobald es interessant wurde, waren wir auf native Abfragen angewiesen. Mit JPA 2.1 kam dann hier die Funktion Function hinzu. Mit der können wir an erster Stelle den Namen der Datenbankfunktion übergeben, den wir gerne ausführen würden. Und danach können wir eine Liste an Funktionsparametern mitgeben, die entsprechend an die Datenbankfunktion übergeben werden. Wir gucken in das Select Statement, dann sehen wir hier unten den Funktionsaufruf. Ich habe die Funktion Calculate aufgerufen, das war der erste Parameter, den ich in die Funktion reingegeben habe. Dann den Preis des Buches und danach einen Bindparameter und Hibernate hat das entsprechend in diesen Funktionsaufruf umgesetzt. An der Stelle muss man vorsichtig sein. Laut JPA-Standard können wir Function sehr frei in unserer Abfrage einsetzen. Mit Hibernate leider nicht. Mit Hibernate können wir es nur da einfach einsetzen, wo Hibernate den Typ des Rückgabewertes erraten kann. Sprich, in der Select-Clause kann Hibernate das nicht erraten. In der Where-Clause hingegen schon. Hier vergleiche ich es mit Bindparameterwert, also geht Hibernate davon aus, naja, wenn wir den Bindparameterwert mit diesem Funktionsrückgabewert vergleichen, dann wird das wohl der gleiche Typ sein. Das gleiche ist der Fall, wenn ich das mit einer Entitätseigenschaft vergleiche. Auch da kann man das erraten. Wie gesagt, im JPA-Standard ist es eigentlich gedacht, dass man das grundsätzlich überall einsetzen kann, mit Hibernate aus diesem Grund an der Stelle aktuell nicht. Das wird sich hoffentlich irgendwann mit Hibernate 6 ändern, nachdem die Abfrageerzeugung da großflächig umgebaut wurde. Wurde mir in Aussicht gestellt, dass es dann irgendwann geändert wird. Aber Hibernate 6 bringt eine grundsätzliche Überarbeitung der internen Abfrageerstellung mit. Und ich denke, da ist es verständlich, dass das Team jetzt nicht noch größere Arbeiten an der Abfrageerzeugung machen wollte, wenn danach sowieso alles grundsätzlich überarbeitet und neu geschrieben wird. Aber sobald es abgeschlossen ist, werden wir das hoffentlich kriegen. Was man ansonsten machen kann, ist, man kann einen eigenen Hibernate-Dialekt schreiben. Das heißt, man erweitert den Datenbank-Dialekt, den Hibernate mitbringt und registriert da entsprechend die Datenbankfunktion. Das ist in den meisten Fällen ein Einzeiler im Konstruktor der abgeleiteten Klasse, aber dann brauche ich die Funktion Function nicht mehr, sondern dann wüsste Hibernate, dass es die Funktion Calculate gibt. So, jetzt, okay. Da bin ich jetzt neulich mich auch drüber gestolpert, weil ich wollte die Vertex-Suche von MS SQL benutzen
Das geht halt nur nativ. Und für Oracle war es relativ einfach, weil die Oracle-Function dir immer einen Rückgabewert gibt, aber die MS-SQL-Function leider nicht. Und ich bin erstmal echt fast verzweifelt dran. Das kann ja nicht sein, dass ich jetzt an so einem Kram scheitere, weil ich die andere Alternative wäre, dass ich hätte jedes Select, wo wir das machen müssten, irgendwie ins Native zu übersetzen und mit Native Queries zu arbeiten. Ich habe keine Lust drauf. Und es war dann wirklich mit dem Dialekt, weil in der Where Clause erwartet er halt wirklich, dass du einen Vergleich machst. Und genau. Solange du keinen Vergleich da drin hast, also keinen Vergleichsoperator, sagt der AST dann, nee, habe ich keine Lust drauf, ich breche ab. Genau, weil Hibernate an der Stelle erwartet, dass er einen Vergleichsparameter kriegt, aus dem er den Typ des Rückgabewerts ableiten kann. Aber das ist echt ein guter Tipp, also hätte ich den gewusst, dann wäre es auch. Also an der Stelle keine Scheu oder Angst haben, Hibernate-Dialekt schreiben ist, nein, Hibernate-Dialekt erweitern ist sehr einfach. Selber schreiben nicht, aber das müssen wir auch nicht. Wir haben ja für alle möglichen Datenbanken und Datenbankversionen bereits Dialekte vorliegen. Und dann ist es wirklich Ableiten des vorgegebenen Dialektes und im Konstruktor einmal Register Function aufrufen mit Namen und einer Klasse, die den Rückgabetyp bestimmt, und das war's. Gut, eine andere Sache, die ich euch gerne zeigen möchte, ist das JPA Meta Model. Das JPA Meta Model ist ein sehr einfaches Feature, mit dem wir typsicher zum Beispiel in Criteria-Abfragen arbeiten können. Und zwar können wir für jede unserer Entitäten eine Beschreibungsklasse generieren lassen. Die liegt im gleichen Package wie die Entität, hat den gleichen Namen wie die Entität mit einem hinzugefügten Unterstrich am Ende. Und dann haben wir hier eine ganze Reihe an Attributen, die unsere Entität beschreiben. Also wenn wir in die Book Entity gucken, dann haben wir hier eine ID, eine Version, einen Title, einen Publishing Date, eine Beziehung zum Publisher und eine Beziehung zu den Autoren. Also in Summe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eigenschaften, und die gleichen haben wir hier auch. Wir haben ID, Version, Titel, Publishing Date und die Beziehung zu Publisher und Autor. Was bringt uns das? Naja, wir können jetzt hier zum Beispiel in unserer Criteria Query hingehen, und wenn wir sagen, per Multi-Select, wir wollen mehrere Spalten irgendwo her selektieren, oder wenn wir eine Where Clause bauen oder irgendwas anderes, womit wir auf Entitätseigenschaften referenzieren können, brauchen wir nicht mehr die Referenz per String, sondern wir können entsprechend sagen, book-title oder Publishing Date. Das macht zum einen die Arbeit deutlich leichter, weil ich muss mir nicht mehr die ganzen einzelnen Eigenschaftsnamen und deren Schreibweise merken, sondern ich kann hier einfach per Syntax Completion auswählen. Dann hat das den zusätzlichen Vorteil, dass wir hier zusätzliche Typinformationen zu der Eigenschaft hinterlegt haben, was entsprechend in der Criteria API genutzt werden kann, um einen typsichereren Zugriff entsprechend zu bieten. Und der dritte Vorteil, wenn ich jetzt auf die Idee komme und sage, ich refactor meine Entity von Publishing Date auf Date, dann sehe ich hier in meinem Test, dass wir jetzt natürlich weiterhin noch auf Publishing Date referenzieren. Normalerweise würden wir an der Stelle Publishing Date stehen haben. Das würde nicht angepasst werden. Das würden wir auch nicht sehen, bis wir den Code ausführen. Aber dadurch, dass wir hier die Metamodellklassen verwenden, kann ich jetzt einmal einen Clean und
Wenn Compile machen, warum sticht mein Clean fehl? Ist egal, ich kann zeigen, was ich zeigen wollte, nämlich meine Book-Klasse wurde jetzt entsprechend, meine Book-Underscore-Klasse wurde jetzt entsprechend neu generiert und aus meiner Publishing-Date-Eigenschaft ist eine Date-Eigenschaft geworden. Das Ganze wird hier in meinem Testcase an der Stelle rot, weil die alte Publishing-Date-Eigenschaft auf der Book-Klasse gibt es nicht mehr. Und ich habe jede Menge Compile-Fehler in meinem Projekt und kann die einfach finden und beheben. Zugegeben, das ist immer noch nicht das perfekte Tooling, was wir gerne fürs Refactoring hätten. Aber es ist um Längen besser, als über irgendwelche Strings zu suchen und danach zu hoffen, dass unsere Testcases alle Fälle finden, die wir mit unserem Find über den Code entsprechend ausgelassen haben. Das heißt, hier an der Stelle sind wir einen deutlichen Schritt dann weiter. Das ist ja um Lichtjahre besser als... Ja, genau. Ist das ein Maven-Plugin oder wie funktioniert das? An der Stelle, das ist kein Maven-Plugin, sondern wenn ich in meine POM-XML gucke, dann muss ich hier einfach nur die Hibernate-JPA-ModelGen als Abhängigkeit hinzufügen. Das ist alles. Das klingt sich in den Bildprozess ein und generiert automatisiert die Klassen. In der JPA-Spezifikation ist definiert, wie die Metamodellklassen aussehen und es definiert, dass es einen Generator dafür geben muss. Leider ist nicht definiert, wie dieser Generator auszusehen hat oder wie er einzubinden ist. Was dazu geführt hat, dass jede JPA-Implementierung seinen eigenen Generator geschrieben hat, die alle das Gleiche machen und die im Prinzip auch gleich zu nutzen sind, aber im Detail doch unterschiedlich. Das heißt, bei EclipseLink, gegebenenfalls mal in die Dokumentation gucken, auch da gibt es eine Möglichkeit, ganz einfach den Generator in den Bildprozess zu hängen und dann purzeln die gleichen Metamodellklassen raus. Die Abhängigkeit heißt halt nur nicht JPA ModelGen. Gut, jetzt ändere ich das kurz zurück, fix mal den Testcase. Ja, ist das nach wie viel? Wenn man da jetzt den Spaltennamen reinschreibt. Kann man da den Spaltennamen, der wie eigentlich in der Datenbank steht, noch irgendwie dran schmunzen? Nee, den kriegt man nicht, aber man würde hier unten den Namen der Entitätseigenschaft bekommen. Okay. Und dann könnte man ja sogar auf Datenbank-Ebene refactoren und könnte das in seinem Code einmal anpassen und dann könntest du es halt einmal komplett alles, dann hättest du alles erschlagen. Aber wir haben ganz viel, dass wir unsere Talents nach irgendeinem Schema benennen müssen, was der Kunde sich wünscht. Und darfst du nicht das nehmen, was Hibernate sich oder wer sonst was dabei sich irgendwie denkt, sondern du musst halt das nehmen, was die denken. Und da wäre es ja total cool, weil man dann natürlich auch Native Queries hat und auf der Datenbank-Ebene die Tabellen ja dann auch anders aussehen, wenn du refactoren hast auf der Datenbank-Ebene. Du könntest damit auch erschlagen. Also das ist schon so großartig. Also so sind wir auf jeden Fall schon mal mit dem JPA-Code ein gutes Stück weiter. Also gerade wenn man halt mit der Criteria-API arbeitet, der Code wird deutlich lesbarer, er wird deutlich einfacher zu schreiben und er wird stärker getypt, als er vorher war. Gut, nutzt jemand UUIDs als Primärschlüssel? Könnte man aber ganz einfach machen. Macht vor allem dann Sinn, wenn wir ein Anwendungssystem haben, wo wir nicht immer gegen die Datenbank als zentrale Instanz zur Generierung von Primärschlüsselwerten verbinden können. Klassiker wären Offline-Clients zum Beispiel, die ich nachher mit meinem Backend synken möchte oder hochverteilte Systeme, wo ich die Daten im Nachhinein aus mehreren Datenbanken zusammenführen möchte und ähnliches.
Da werden gerne UUIDs eingesetzt. Und ja, UUIDs können wir mit Java relativ einfach selber erstellen und könnten es auf den Primärschlüsselwert setzen. Ist ein gutes und gängiges Vorgehen, spricht nichts gegen, aber ich kann es auch anders machen. Ich kann an der Stelle auch hingehen und eine Entitätseigenschaft vom Typ UUID nehmen, sie mit ID annotieren und mit Generated Value annotieren. Und dann, und das ist jetzt ein Hibernate-spezifisches Feature, geht Hibernate hin und generiert mir den UUID-Wert, basierend auf einer Random Number in diesem Fall. Schauen uns das kurz im Log an. Wir sehen hier oben die Meldung Generated Identifier mit der entsprechend generierten UUID und der dazu verwendeten Strategie. Und das Ganze wird hier entsprechend als vierter Parameter beim Insert des Author Records genutzt. Wenn aus irgendeinem Grund keine UUID auf Basis einer Random Number generiert werden soll, bietet Hibernate auch noch die Möglichkeit, das Ganze IP-basiert zu machen. Das heißt, die beiden Möglichkeiten, die ich hier habe, die erste war nach IETF-Standard für UUIDs Version 4. Das hier ist dann entsprechend nach Version 1. Es gibt noch zwei andere Varianten. Da muss man gucken, ob man konkrete Anforderungen hat, wie die UUID generiert werden soll. In den Projekten, wo ich das bisher eingesetzt hatte, hatten wir keinerlei Anforderungen. Da war einfach nur der Wunsch, okay, wir verwenden eine UUID. Da haben wir halt den Default genommen. Falls diese Anpassung gewünscht ist, dann müsste man ein bisschen mehr machen. Dann brauchen wir halt eine Generated Value Annotation, die entsprechend einen eigenen Generator referenziert. Den habe ich hier als Generic Generator definiert. Es ist, große Überraschung, ein UUID Generator. Und dann müssen wir noch den mit einem zusätzlichen Parameter verzaubern, nämlich wir müssen sagen, welche Strategie das ist, und da liefert Hibernate entsprechend die Custom Version 1 Strategy mit. Und damit wird die UUID einfach nach einem anderen Algorithmus generiert und wir haben im Prinzip das gleiche wie vorher, hier oben, die generierte UUID, und die wird dann entsprechend in der Datenbank persistiert und wir müssen uns an der Stelle nicht um die Instanzierung von UUIDs kümmern. Da habe ich ja immer so, also ich finde das eigentlich eine gute Idee, so eine UUID zu nehmen. Da habe ich dann aber immer von den Skeptikern immer so irgendwie, ja, da kann es ja dann rein theoretisch passieren, dass es da sozusagen Unique Constraint Violation gibt, dass man dann irgendwie so verteilte Cluster, Datenbank-Cluster arbeitet. Hast du da irgendwie eine Erfahrung mit, ob das wirklich auftritt, so eine Unique Constraint mit UUIDs? Oder also ist das eher so ein esoterischer, ist das mal nachgerechnet? In der Theorie können natürlich zwei identische UUID-Werte generiert werden. In der Praxis hatte ich das noch nie. Also da kann man gerne nochmal nachgucken, wie hoch da die Wahrscheinlichkeit ist. Sie ist unglaublich gering. Aber ja, wenn man ganz auf der sicheren Seite sein möchte, dann müsste man das bei so einem Merge-Prozess entsprechend berücksichtigen. Und dann müsste man die ganzen UUIDs im Import, da müsste man die kollidierende UUID im Import entsprechend an allen Stellen ändern. Aber aus meiner Erfahrung tritt es nicht auf. Aber also grundsätzlich, ja, UUIDs können Dubletten erzeugen. Das ist theoretisch möglich. Theoretisch.
Warum geht meine Klasse nicht auf? Gut, gibt es jemanden, der noch nicht mit Java 8 in Produktion arbeitet? Das ist schön. Also mit Java 8 haben wir Optional bekommen. Mit dem Optional-Interface können wir entsprechend ausdrücken, dass ein Wert null sein kann. Und seitdem Java 8 eingeführt wurde, kriege ich die Frage, naja, wie kann ich denn das auf meinen Entitäten nutzen? Ich habe Beziehungen, die könnten null sein, da möchte ich ein Optional haben. Ich habe Eigenschaften, die könnten null sein, da möchte ich ein Optional haben. Naja, wenn man in die Hibernate-Dokumentation oder in den JPA-Standard guckt, dann stellt man entsprechend schnell fest, dass Optional als Datentyp nicht unterstützt wird. Das heißt aber nicht, dass wir nicht trotzdem an unseren Getter-Methoden Optional verwenden können. Also zuallererst muss ich dann hingehen und meine ID-Eigenschaft mit @ID annotieren. Weil dann nutzt Hibernate Reflection, um die Eigenschaftswerte entsprechend zu lesen bzw. Zu schreiben. Und ich kann meine Getter und Setter so implementieren, wie es mir beliebt. Und das nutze ich an dieser Stelle schamlos aus und habe gesagt, okay, mein Publisher kann null sein und demzufolge möchte ich dann ein Optional haben. Die Eigenschaft der Entität bleibt weiter vom Typ Optional, aber was ich dann entsprechend in meinem Getter mache, ist, ich instanziere mir den Optional, der dann meinen Publisher an dieser Stelle wrappt. Und damit habe ich das ursprüngliche Ziel, was ich hatte, erreicht. Nämlich für alle, die meine Entity nutzen, kann ich ganz klar zeigen, an dieser Stelle kann ein Nullwert zurückkommen. Alles andere bleibt allerdings so wie gehabt. Das, dann darf man den Getter aber nicht annotieren. Das heißt, man darf nur das Feld annotieren. Genau, also an der Stelle darf ich nicht den Getter annotieren, sondern ich muss die, muss die Eigenschaft annotieren, weil das entsprechend für Hibernate den Access-Type für die Eigenschaften definiert. Und ich möchte in diesem Fall halt das Verhalten so haben, dass Hibernate per Reflection auf die Eigenschaften zugreift und nicht per Getter- und Setter-Methode. Ah, achso, das heißt, wenn ich die Annotation da dran schreibe, dann geht er wirklich per Reflection an die Felder. Ah, ich habe mir gedacht, genau. Er geht dann einfach trotzdem über Getter und Setter noch dran, wenn die da sind. Nee, die Getter und Setter werden an der Stelle vollständig ignoriert. Das heißt, darin können wir alles implementieren, was wir gerne hätten. Also wir könnten zusätzliche Validierungen implementieren, die Hibernate nicht triggern soll. Wir können Datentypen konvertieren, wir können, weiß ich nicht, einen Wert, der in den Setter gesteckt wird, auf mehrere Entitätseigenschaften verteilen, da können wir machen, was wir wollen. Hast du da so eine Empfehlung, wo man die Annotation anmachen sollte? Also meine Empfehlung ist, das Ganze an die Eigenschaften oben zu schreiben, aus zwei Gründe. Erstens, ich finde es leichter lesbar. Man sieht es hier. Man hat alles auf einen Blick. Ich muss nicht, wer weiß, wie weit scrollen, sondern ich habe alle Mapping-Informationen auf einen Blick. Und wenn ich ganz viele Eigenschaften habe, naja, dann muss ich vielleicht ein oder zwei Bildschirmseiten scrollen. Aber ich muss nicht über meine ganzen Getter und Setter scrollen. Der zweite Vorteil ist, ich habe die Freiheiten in der Implementierung meiner Getter- und Setter-Methoden. Das heißt, ich kann an der Stelle auch hingehen und zum Beispiel zusätzliche Methoden einfach hinzufügen, die mir eine bidirektionale Beziehung verwalten. Ja, könnte ich auch machen, wenn ich meine Getter annotiere, aber dann müsste ich an diese ganzen Methoden wieder dran schreiben, dass Hibernate sie entsprechend ignorieren soll. Das ist in diesem Fall dann unnötig. Und, wie wir es hier unten gesehen haben, ich kann meinen Getter entsprechend ändern. Also zum Beispiel einen ganz anderen Datentyp zurückliefern. Also ich kenne das noch, also von ganz früher, ich habe das lange nicht benutzt, dass dann Leute immer sehr emotional geworden sind über den Ort, wo man das dran schreibt und das dann immer in den Getter sein muss. Mhm. Und ich frage mich gerade, warum.
Ja. Darüber gibt es gerne mal emotionale Diskussionen, aber ich glaube, wir neigen an einigen Stellen einfach auch dazu, dass wir solche Sachen sehr emotional ausdiskutieren wollen. Ich sag mal Tabs versus Spaces. Nicht alle dieser Diskussionen sind sinnvoll. Es gibt immer mal wieder Diskussionen darüber, sollte man die Getter oder die Eigenschaften annotieren. Ich war in etlichen beteiligt, ich bin immer noch der Meinung, als Standardfall mag ich es lieber, wenn ich die Eigenschaften annotiere. Es ist einfacher, es ist flexibler. Ich habe das richtig gesehen, du hast nur die ID-Eigenschaft annotiert, nicht die Publisher-Eigenschaft. Na, ausschlaggebend für den Access-Type ist, wo die ID-Annotation steht, zumindest für Hibernate. Aber an der Stelle sollte ich, nein, muss ich konsistent für meine Entitätsklasse annotieren. Ich kann also nicht hingehen und sagen, ich annotiere meine ID und ich annotiere ein paar Getter. Das ist laut Spec nicht zulässig. Ich kann das in meinem Projekt über mehrere Klassen mischen, aber innerhalb einer Entitätsklasse muss ich mich für eins entscheiden. Das würde ich auch wärmstens empfehlen, weil ansonsten gibt es jede Menge Verwirrung, wenn man später mal in die Entität guckt, weil jeder geht davon aus, ach ja, die drei Mapping-Annotationen da oben sind die einzigen und keiner scrollt die zwei Seiten runter und findet noch die zwei Getter, die annotiert sind. Das ist die Garantie für eine schlechte wartbare Codebasis und jede Menge Bugs. Gut, da alle Java 8 in Produktion einsetzen, gehe ich davon aus, Date-and-Time-API ist vertraut. Gut, seit JPA 2.2 oder Hibernate 5.0, in 5.0 noch mit zusätzlichem JAR-File ab 5.2 als Core-Feature, haben wir Unterstützung für einige Klassen der Date-and-Time-API. Im Standard ist das Local-Date, Local-Date-Time als die beiden gängigsten. Dann noch Offset-Time und was haben wir noch? Und noch einen, der mir gerade nicht einfällt. Aber da habe ich auf jeden Fall jetzt eine grundsätzliche Unterstützung für diese Klassen der Date-and-Time-API. Und Vorteile sieht man hier für den eigenen Business-Code. Inzwischen kann man lesen, was für ein Datum man dann erzeugt und läuft nicht mehr in das Problem, dass beim Util-Date, wie war das Jahr war, 1900 basiert, der Monat... Nee, also das Jahr zählte ab 1900, der Monat war 0 basiert, aber der Tag war 1 basiert. Und lassen wir das einfach mal so stehen. Mit einem Local Date und Local Daytime steht ganz klar dran, was drin ist. Also hier der 4.4.2017. Und es hat noch einen Riesenvorteil, nämlich für mein Entitätsmapping. Inzwischen weiß man beim Klassennamen, was man denn persistieren möchte. Vorher war immer das Problem, in dem Util-Date waren immer alle Informationen drin. Da war das Datum drin und da war die Uhrzeit drin. Und Richtung Datenbank musste man sich jetzt überlegen, möchte ich jetzt eine SQL-Time, ein SQL-Date oder ein SQL-Timestamp speichern? Also möchte ich eine Uhrzeit, ein Datum oder ein Datum mit Uhrzeit speichern? Das ist jetzt ganz klar. Wenn ich einen Local-Date als Eigenschaft modelliere, naja, dann möchte ich wohl ein Datum speichern. Folglich brauche ich hier keinerlei Mapping-Annotationen mehr, einfach die Eigenschaft und damit weiß Hibernate, was drinsteckt und kann es entsprechend hier auch dann für das Insert-Statement mappen, mappt es passend auf einen SQL-Date
Weil wir persistieren ja ein Datum ganz offensichtlich. Wie war das denn früher, wenn ich da jetzt ein Date, also ein Java-Util-Date reingeschickt habe und eigentlich nur ein Datum haben wollte, also ohne Zeitinformation? Ja, also dann habe ich das Ganze entsprechend mit einer Temporal-Annotation annotieren müssen und musste dann sagen Date, Time oder Timestamp. Ich musste mich natürlich immer noch mit der Instanzierung von einem Date abmühen. Achso, aber besser als dieses Ganze, man castet dann irgendwie zu Mitternacht und dann gibt es in der Uhrzeit, in der Zeitzone, ja, genau. Mitternacht und naja, alles was dann folgt. Ja, ein guter Teil dieser Probleme sind mit der Date and Time API jetzt glücklicherweise Geschichte. Jetzt warte ich noch drauf, dass das Util-Date aus allen Projekten verschwunden ist, aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Aber zumindest für neuen Code können wir uns jetzt seit geraumer Zeit dann mit vernünftigen Klassen für Datum und Uhrzeit beschäftigen. Das hat auch den Vorteil, dass man da nicht auf Versehen plötzlich ein SQL-Date in der Hand hat. Das hatte ich auch schon. Das ist ja eigentlich mit dem Util-Date ausgegangen und hat dann ein SQL-Date. Und das verhält sich teilweise sehr anders. Das ist spannend. Ja, fürs Mapping und für die Datenbankkommunikation war natürlich das SQL-Date die schönere Klasse. Aber ja, es verhält sich anders, wenn man irgendeine andere Library mit ins Spiel bringt, möchte man auch kein SQL-Date haben, weil die unterstützen alle nur Util-Date. Das war doch eine Färbungssache. Das war Auto-Import von der IDE, die gesagt hat, ja, natürlich gebe ich dir ein Date und das implementiert ja auch sozusagen, glaube ich, fast alle Felder von dem Util-Date auch. Irgendwie sowas war das und es hat auch eigentlich alles gut funktioniert, bis dann irgendwie auch wieder eine Zeitverschiebung war oder sowas, wenn es alles auseinandergefallen ist. Das war irgendwie so sehr verwirrend. Wenn du jetzt natürlich ein Local Date aus deiner Entität rauskriegst, dann ist das klar, dass das ein Local Date ist und nicht ein Java-SQL-Date. Das ist schon schön. Genau, also da sind wir einen deutlichen Schritt weiter. Arbeitet jemand mit Hibernate-Versionen, die vor 5.0 liegen? Sprich, mit irgendwelchen 4.4-Versionen? Okay, wenn jemand Hibernate 4.4 oder wenn jemand eine Hibernate-Version einsetzt, die noch keine Date-and-Time-API unterstützt, aber bereits JPA 2.1 implementiert, dann können wir hier ganz einfach unseren Support für einen Local Date selber schreiben. Dafür nutze ich einen Attribute Converter. Das ist ein Feature, was mit JPA 2.1 dazugekommen ist und mit dem wir ganz einfach eigene Datentypen im Mapping unterstützen können. An der Stelle muss man wieder ein bisschen aufpassen. Laut JPA Spec soll ich damit ziemlich beliebig Unterstützung für eigene Datentypen bereitstellen können. Mit Hibernate bin ich aktuell darauf eingeschränkt, dass der zurückgegebene Typ von Hibernate gemappt werden können muss. Das heißt, ich kann an der Stelle keine, zum Beispiel keine datenbankspezifischen Typen oder sowas verwenden. Das muss von Hibernate bereits bekannt sein. Und so eine Kaskadierung, dass man jetzt irgendeinen Typ, so eine Kaskadierung, dass man jetzt einen Typ zurückgibt, der von einem anderen Attribute Converter interpretiert werden könnte? Kann man die Attribute Converter kaskadieren? Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Wenn ich mich richtig erinnere, wird das von der JPA-Spec nicht ausgeschlossen, aber ich würde erstmal nicht erwarten, dass es funktioniert. Ich wäre da vorsichtig. Also, wenn man es unbedingt braucht, ja, kann man es ja mal probieren, aber ich wäre erstmal nicht so optimistisch. Aber wie gesagt, ausprobiert habe ich das noch nicht. Gut, hier nutze ich einen Attribute Converter, um mir Support für Local Date zu schaffen in einem Umfeld, wo ich noch keinen Local Date Support habe. Und das mappe ich in diesem Fall auf das gerade als nicht so beliebt bezeichnete SQL Date. Warum? Weil das Mapping von einem Local Date auf ein SQL Date einfach mal unglaublich einfach ist. Denn mein SQL Date hat hier eine Value-of-Methode, in der ich einfach einen Local Date stecken kann. Und
mein Util-Date kann, nee, mein SQL-Date kann mir einen Local-Date für den Wert zurückgeben. Das heißt, ich muss mich um die eigentliche Konvertierung gar nicht mehr kümmern. Das ist bereits schon implementiert. Das heißt, hier kümmere ich mich nur um die Implementierung meines Attribute-Converters. Was muss ich dafür machen? Ich muss das Attribute-Converter-Interface implementieren. Dann gebe ich als Typinformationen mit den Typ, den ich auf meiner Entität verwende, sprich in meiner Java-Welt, und dann den Typ, den ich Richtung Datenbank schicken möchte. Und dann habe ich danach zwei Methoden zu implementieren. Convert to Database Column hier oben konvertiert Richtung Datenbank und Convert to Entity Attribute entsprechend die Rückrichtung. Das letzte, was dann noch gemacht werden muss, ist, hier oben muss eine Converter-Annotation dran geschrieben werden. Und in der Converter-Annotation kann ich mich dann entscheiden, ob ich mit Auto-Apply sagen möchte, dieser Converter soll für alle Eigenschaften dieses Typs verwendet werden oder nicht. In diesem Fall ist die Antwort einfach, weil wenn ich ein Local-Date unterstützen möchte im Mapping und mein Hibernate kann das noch nicht, dann möchte ich das natürlich für alle Typen haben. Wenn ich irgendeinen nicht ganz so offensichtlichen Datentypen mappen möchte, weiß ich nicht. Ich möchte einen Attribute-Converter schreiben, der mir irgendeinen String umkonvertiert, bevor er in die Datenbank geschrieben wird. Dann würde ich natürlich kein Auto-Apply auf True setzen, sondern dann müsste man entsprechend hier hingehen und sagen, wir annotieren unsere Eigenschaft mit Convert und dann können wir hier entsprechend die Klasse des Converters referenzieren. Oder aber wir könnten auch einen auf Auto-Apply mit True gesetzten Converter für eine einzelne Eigenschaft deaktivieren. Das heißt, hier habe ich beide Möglichkeiten. Ich kann entweder sagen, okay, ich setze es ganz selektiv, indem ich Auto-Apply auf False setze und dann nur einzelne Eigenschaften auswähle. Oder ich kann den anderen Weg gehen und sagen, ich nehme das Ding immer, außer in folgenden Fällen. Muss der Converter irgendwo speziell liegen, dass Hibernate den einsammelt und den irgendwie, also den für jetzt dieses Auto-Apply True setzt? Er muss Teil der Persistence Unit sein. Den schreibst du einfach in die Persistence Unit rein und dann ist es. Genau, das habe ich hier gemacht. Hier habe ich ihn einfach, da einfach halt halber ins gleiche Package gelegt wie meine Entitäten. Und hier parse ich, hier lasse ich Hibernate einfach alle Klassen in meinem Projekt scannen. Man könnte ihn ansonsten in das Jar, in dem auch die Persistence XML liegt, legen. Oder aber man referenziert in der Persistence XML hier entsprechend per, so wird es glaube ich geschrieben, Jar-File. Ein externes Jar-File, in dem der Converter liegt. An der Stelle könnte man zum Beispiel auch hingehen und sagen, okay, ich habe eine eigene Library bei mir in der Firma, die, weiß ich nicht, mir eine Handvoll an meinen Standard-Convertern bereitstellt und dieses Jar-File binde ich halt entsprechend ein. Das Schöne an dem Attribute-Converter ist jetzt, dass der ganz transparent an allen Stellen angewendet wird. Das heißt, wenn ich den konfiguriert habe, wendet Hibernate den automatisch beim Setzen an. Hier sehen wir die Logmeldung aus unserem Converter entsprechend beim Insert. Also die Logmeldung habe ich selber in den Converter reingeschrieben. Der wird entsprechend ausgeführt beim Select. Wird entsprechend der Converter für die Rückrichtung ausgeführt. Das gleiche wäre der Fall, wenn ich die Eigenschaft jetzt in meiner JPQL-Abfrage nutze. Wenn ich dann Bindparameter setze, gegen den ich diese Eigenschaft vergleiche, würde Hibernate entsprechend für meinen Bindparameterwert diesen Converter anwenden. Und wenn dann das Ergebnis zurückkommt und wir den Datensatz lesen und in die Entity überführen, würde Hibernate entsprechend den Converter für den Rückweg anwenden. Das heißt, wir können problemlos einen Converter hinzufügen und müssen nichts an unserem Code ändern.
Gut, dann komme ich jetzt zu den einzigen inhaltlichen Folien von heute Abend. Ich möchte ganz kurz über Multitenancy sprechen, also Mehrmandantenfähigkeit. Baut jemand mehrmandantenfähige Systeme? Ja? Doch so einige. Bei mehrmandantenfähigen Systemen habe ich die grundsätzliche Idee, ich habe eine Anwendung, die kann ich entsprechend in Produktion deployen und damit kann ich, darauf kann ich mit mehreren voneinander unabhängigen und voneinander getrennten Mandanten arbeiten. Stellt sich die Frage, wie trenne ich denn die Daten meiner Mandanten? Grundsätzlich gibt es drei Ansätze. Der erste, den man meistens von den Entwicklern hört, wenn man das erste Mal über Mehrmandantenfähigkeit spricht, ist, ich möchte eine Diskriminatorspalte auf meiner Tabelle haben und ich sage für jeden Datensatz, zu welchem Mandanten es gehört. Da habe ich schlechte Nachrichten, das wird leider von Hibernate noch nicht unterstützt. Eclipse, den kann das, Hibernate noch nicht. Soll aber irgendwann kommen. Was Hibernate entsprechend kann, ist, Hibernate kann mit separaten Datenbanken arbeiten. Das heißt, da habe ich für jeden Mandanten eine einzelne Datenbank. Das hat den Vorteil, dass ich hier eine unglaublich scharfe Trennung zwischen meinen Mandanten habe. Ich habe dann nicht die Gefahr, dass der Ressourcenverbrauch des einen Mandantens mir die Antwortzeiten für den anderen Mandanten irgendwie beeinträchtigt. Das ist besonders bei größeren Systemen und bei sehr klar definierten Service-Level-Agreements wichtig. Weil wenn ich da in Probleme laufe bei einem Kunden dann, oder bei einem Mandanten, dann habe ich halt nur bei einem Mandanten dann Probleme, meine SLAs zu halten und nicht gleich bei allen. Das wird meine Support- und meine Vertriebs- bzw. Marketingabteilung sehr zu schätzen wissen. Eine weniger scharfe Trennung haben wir bei Separate Schema. Auch das wird von Hibernate unterstützt. Da läuft alles auf der gleichen Datenbank, aber jeder Mandant hat ein eigenes Datenbankschema. Warum unterstützt Hibernate nur diese beiden, Separate Database und Separate Schema? Ganz einfach, weil man das über die Connection abbilden kann. Was Hibernate aktuell nicht unterstützt, ist, dass jede Datenbankabfrage entsprechend um diesen Mehrmandantencheck erweitert wird, sondern was Hibernate an der Stelle nur unterstützt, ist, dass für jede Hibernate-Session entsprechend eine mandantenspezifische Datenbank-Connection geholt wird. Und wie das funktioniert, schauen wir uns jetzt noch an. Wir müssen nämlich zwei Interfaces implementieren. Wir müssen einmal den Current Tenant Identifier Resolver implementieren. Das ist ein Interface, mit dem wir Hibernate die Frage beantworten können, welcher Tenant denn jetzt gerade aktuell ist. Warum müssen wir das machen? Ganz einfach, weil das nichts mehr mit OR-Mapping und Datenbankzugriff zu tun hat. Das sind Informationen, die kommen in der Regel aus der Authentifizierung irgendwo. Während des Logins stelle ich fest, wer ist das, zu welchen Mandanten gehört dieser Anwender. Und das heißt, an der Stelle müssen wir Hibernate unter die Arme greifen und wir müssen das entsprechend in der Resolve Current Tenant Identifier Methode zurückliefern. Bitte nicht so, wie ich das hier gemacht habe. Hier habe ich nämlich ein sehr einfaches Test-Setup verwendet, wo ich gar kein Login und nichts habe, sondern ich speichere mir in meinem Tenant-ID-Resolver einfach einen Tenant-Identifier, den ich von außen setzen kann. Das ist ein Hack, den man für Demos machen kann. Für ein echtes System bräuchten wir hier dann entsprechend Code, der entweder in die Authentifizierungskomponente fragt, welcher Nutzer denn gerade eingeloggt ist und zu welchem Tenant dieser gehört, oder indem wir zum Beispiel Informationen aus dem Thread Local holen, wo wir vorher diese Informationen abgelegt haben.
Und dann müssen wir noch das Multi-Tenant Connection Provider Interface implementieren. Das sorgt dafür, dass wir eine Connection für den bereitgestellten Tenant entsprechend zurückliefern. Der einfachste Weg, das zu machen, ist nicht das Interface zu implementieren, sondern die von Hibernate bereitgestellte Abstract Multi-Tenant Connection Provider Klasse zu erweitern. Und das ist das, was ich hier gemacht habe. Dann braucht man nämlich nur noch zwei Methoden. Man braucht eine Methode, die einen aktuellen Connection Provider für einen übergebenen Tenant Identifier zurückliefert. Und dann brauchen wir hier einmal eine Methode, die irgendeinen Tenant Provider, irgendeinen Connection Provider zurückliefert. Und wenn wir das ausführen, achso, während der Test läuft, schauen wir uns den Test an, damit wir auch wissen, was wir machen. So, die Zeile 41 und 53, an der Stelle bitte ignorieren, das sind jeweils eine Zeile, die ich eingeführt habe, weil ich keine Authentifizierungskomponente habe und über diesen etwas dreckigen Hack hart meinen Tenant Identifier setze. Der restliche Code dürfte vertraut erscheinen. Was mache ich? Naja, ich erzeuge mir über meine Session Factory eine Hibernate Session, ich starte eine Transaktion, mache das einmal hier oben und einmal da unten. Der obere Teil macht das für Tenant 1, der untere für Tenant 2. Und dann schreibe ich eine Buchentität für Tenant 1 und eine Buchentität für Tenant 2. In meinem Code sehe ich davon nicht viel. Der sieht aus wie ein ganz normaler, wie das ganz normale Log für von Hibernate. Ich habe hier ein entsprechendes Insert in die Book-Tabelle und da unten auch. Aber wenn wir in unsere Datenbank gucken, dann habe ich hier ein Schema Tenant 1 und da sind nur Book of Tenant 1 rein persistiert worden. Also man sieht, ich habe den Test nicht nur einmal ausgeführt, sondern jetzt bereits zum dritten Mal. Und alle Bücher, die ich in der zweiten Session, die mit Tenant 2 verknüpft war, geschrieben habe, sind in dem Datenbankschema Tenant 2 gelandet. Das heißt, auf Datenbankseite haben wir die saubere Trennung. In unserem Code sehen wir davon nichts. Das ist ganz normaler Persistenzcode, wie wir ihn sonst auch schreiben würden. Das heißt, wir könnten an der Stelle sogar hingehen und rein durch etwas Konfiguration und Hinzufügen dieser beiden Interface-Implementierungen eine bestehende Anwendung in eine mehrmandantenfähige Anwendung überführen, zumindest was die Persistenzschicht betrifft. Fragen dazu? Also wir haben das in unserer Anwendung so ein bisschen so gelöst, dass wir haben einen eigenen Entity Manager, das ist nochmal das eine, aber wir haben das über Events gelöst. Und zwar haben wir für Update, Insert, Delete und Select ein Event registriert und der guckt dann halt nach, ob die Session-ID, also in der Session von dem Benutzer, das Web-Applikation, ob da die Mandanten-ID mit den Sachen übereinstimmt, die du abfeuern möchtest. Aber ja, das ist halt, aber was mache ich dann bei Leseoperationen? Da ein Select und dann machst du hinten, packst du immer an die Query immer noch automatisch über das Event das Kriterium dabei, wer Mandanten-ID gleich ID aus der Session.
Ja, das müsste ich aber für jede Tabelle machen, die ich in der Abfrage mache. Stimmt, also die haben alle so eine eigene Annotation. Die leiten von einer Tabelle ab, die das mitbringt. Und wenn diese Tabelle sozusagen, also wenn die Klasse, die du hast, von dieser Tabelle ableitet, dann wissen wir, dass wir dieses Select machen müssen. Und das ist bei uns auch so gemacht, weil wir den Entity Manager komplett beschrieben haben, dass du eigentlich nur mit diesen Mandantenoperationen drauf zugreifen kannst. Wenn du das nicht machen musst du eine spezielle Funktion bzw. Methode aufrufen, wo das dran steht. Um bei uns dann auch die Konvention dran zu schreiben mit einem Kommentar, ich mache das, weil ich diese Funktion oder Methode aufrufe. Aber eigentlich ist es so, dass wenn du den Entity Manager in Insert und Update, also ganz normal machst, hast du immer diese Mandantenfähigkeit mit drin. Ja. Ja, man kann das mit entsprechend Aufwand und gründlichen Tests, kann man das implementieren. Ja. Das gibt einem ein bisschen zusätzliche Flexibilität. Also hier, ich weiß nicht, ob das so deutlich geworden ist, hier habe ich einen Entity Manager, der hart an meinen Mandanten gebunden ist und damit hart an meine mandantenspezifische Datenbankverbindung. Finde ich. Besser, muss ich ehrlich sagen. Also wir kannten es damals nicht oder wollten es nicht machen. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie wir das im Team damals entschieden haben, aber das ist natürlich so besser, besonders weil du halt wirklich, wie du auch gesagt hast, wenn du irgendwie einen Vorfall hast in dem einen Schema, dann ist das eine Schema kaputt oder nicht in Ordnung, weil du hast die anderen Mandanten können weiterarbeiten. Also es ist schon so, von daher ist es schon echt viel besser. Ja, aber der Nachteil hier ist, du kannst keine zentrale Konfigurationsdatenbank oder so etwas haben. Oder du kannst auf diese zumindest nicht über diese Hibernate-Session zugreifen. Du bräuchtest dann eine eigene Persistence-Unit, die nicht dieses Mehrmandanten-Feature nutzt. Das würde gehen. Oder aber du musst es datenbankseitig entsprechend abbilden. Also ich kenne Unternehmen, die das Ganze dann entsprechend einfach über Views in die entsprechende in das entsprechende Kundenschema mappen und dann hat man darüber dann eine lokale View auf diese Konfigurationsdaten. Aber man ist halt an das jeweilige Schema bzw. an die jeweilige Datenbank des Mandanten gebunden, man kommt da nicht raus. Aber du sagst, die Tendency sagst du in der Persistence Unit, ja, ne? Ja, man kann es in der Persistence Unit konfigurieren. Ich habe es in diesem Test in den Hibernate Properties konfiguriert. Das hat aber nur den Hintergrund, dass ich hier oben programmatisch die Connection aufbaue, also hier und da unten. Und dass ich halt ein besseres und leichteres Tooling habe, um an die Hibernate Properties ranzukommen, als an die Persistence XML. Das ist aber etwas, was ich in der richtigen Anwendung nicht hätte, weil da hätte ich ja, wenn ich schon mehr mandantenfähige Anwendung habe, auch Connection Pooling und einen deutlich komplexeren Anwendungsdeck laufen. Und da würde ich dann sehr wahrscheinlich eher meine Tenant-ID auf einen JND-Einnahmen für einen Connection Pool oder sowas mappen. Weil wenn ich jetzt schon datenbankseitig meine Mandanten voneinander trennen möchte, dann muss ich mir natürlich auch Gedanken über Datenbank-Connections etc. machen, weil es wäre genauso, also konkurrierende Effekte auf der Datenbankseite sind natürlich unangenehm, aber sie können natürlich genauso auf der Connection auftreten. Auch da würde ich ja verhindern wollen, dass ein Mandant mit besonders viel Last oder mit schlechten Antwortzeiten mir meinen Connection Pool leer macht und dadurch dann die SLAs für alle anderen Mandanten gefährdet. Aber da muss ich mir dann meine gesamten Anforderungen angucken und mir überlegen, wie komplex ich denn mein Deployment aufziehen möchte, weil für jeden Mandanten entsprechenden eigenen Connection Pool zu verwalten, macht natürlich auch noch entsprechenden Aufwand. Gut, das Letzte, was ich noch zeigen möchte, ist Auditing mit Hibernate Enverse. Nutzt jemand Enverse? Noch nicht, ne? Vielleicht können wir das ja ändern. Mit Enverse können wir sehr einfach ein Audit-Log schreiben.
Und zwar können wir an der Stelle hingehen, Hibernate-Inverse zu unserem Projekt hinzufügen und eine Entität mit addAudited annotieren. Sobald wir das gemacht haben, schreibt Hibernate einen Audit-Datensatz für jede Schreiboperation auf dieser Entität. Das heißt, Hibernate verwaltet Revisionen. Jede Transaktion, die Schreibänderungen macht, erhält eine neue Revision. Und die, mit dieser Revision werden dann alle Audit-Datensätze entsprechend verknüpft, die für diese Transaktion erzeugt wurden. Zusätzlich, das werde ich jetzt hier nicht zeigen können aus Zeitgründen, aber zusätzlich gibt es auch noch eine sehr mächtige API, mit der ich dann auf meinem Audit-Log arbeiten kann. Das heißt, ich kann auf meinem Audit-Log entsprechend hingehen und kann mir entweder vertikal meine Datenänderung im Zeitverlauf angucken. Ich kann mir also anschauen, welche Änderungen im Verlauf der Zeit auf einem spezifischen Datensatz erfolgt sind. Also zum Beispiel, wie hat sich der Kundendatensatz von Familie Meier über die Zeit verändert? Oder ich kann hingehen und horizontal eine Scheibe rausschneiden und mir angucken, wie der Datenstand am letzten 1. war, als der Rechnungslauf war, über den sich gerade meine Kunden beim Support beschweren. Hier zeige ich jetzt kurz, was passiert, wenn wir ein Buch persistieren und danach bearbeiten. Wo haben wir es? Hier haben wir es. Also im Testfall, ich persistiere ein Buch, danach suche ich ein Buch und ändere den Titel. Was sehen wir hier? Das ist das Insert für das Buch. Aber wir inserten jetzt nicht nur einen Datensatz ins Buch, sondern weil das Buch mit addAudited annotiert war, hier, addAudited am Buch, weil das mit addAudited annotiert war, greift Hibernate Inverse Entity Listener und schreibt eine Revision und einen Audit-Datensatz. In die Revisionstabelle wird der Zeitstempel und eine Revisionsnummer geschrieben. In die Audit-Tabelle entsprechend der jetzt gerade geschriebene Buchdatensatz mit einer Verknüpfung zur Revision und mit einem Revisionstyp, der sagt, das war ein Insert. Okay, cool. Das macht er alles in der gleichen Transaktion? Ja, ne? Genau. Und damit werden die Daten dann an der Stelle entsprechend auditiert. Wie wir gesehen haben, ohne Entwicklungsaufwand an dieser Stelle, weil ich muss nur addAudited dran schreiben. Und vor allem für alle Operationen, die ich, also alle Schreiboperationen, die ich auf dieser Entität ausführe. Dabei muss man aber bedenken, dass das über Entity Lifecycle Listeners erfolgt. Das heißt, wenn man an der Hibernate-Entität vorbeigeht und entweder per SQL Update Statement aus der Anwendung raus eine Änderung macht oder wenn man sich direkt an die Datenbank connectet und Änderungen macht, kriegt Hibernate das natürlich nicht mit. Das heißt, man muss entweder dafür sorgen, dass das nicht erfolgt, oder man muss dann das Audit selber nachpflegen. Kann ich das nachträglich auditieren, wenn ich schon Daten habe? Ich habe schon einen großen Datenstand? Nee, weil nur, also man könnte nur automatisch das auditieren, was dann sich verändert nach der Einführung von Inverse. Also das kann ich im Nachhinein hinzufügen. Was ich allerdings dann nicht machen kann, ich kann diesen Startdatensatz nicht irgendwie abbilden. Oder aber ich müsste an der Stelle hingehen und selber diese Audit-Datensätze schreiben. Dann hätte ich halt einen entsprechend großen Migrationsschritt, wenn ich diese Version das erste Mal ausrolle. Und dann hätte ich für, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich dann eine ganz große Revision, die alle Daten reinschreibt. Das müsste ich an der Stelle dann halt selber bauen. Aber ab dem Zeitpunkt könnte dann Hibernate Inverse alle Auditierungen für mich automatisiert übernehmen. Noch Fragen dazu? Ja, kann, also
kann ich in der Audit-Annotation sagen, wie die Tabelle heißen soll? Oder ist das immer nach diesem Schema, was du gerade vorstellst? Weil bei Oracle hast du ja diese schöne 14-Zeichen-Begrenzung zum Beispiel. Und wenn ich jetzt meine Tabellennamen schon 14 Zeichen angemacht habe und er versucht hinter dran noch underscore out dran zu schreiben, dann wird das nicht funktionieren. Ich kann an der Stelle konfigurieren, wie der Audit-Tabellenname erzeugt wird als generelles, also wie der mein Postfix aussieht. Aber so feingranular kann ich es an der Stelle nicht konfigurieren. Ja, dann muss ich halt sagen, okay, dann muss ich Datenbanklimit minus 4 Zeichen oder sowas machen. Aber das ist oder ein typisches Ding, dass man bei Oracle ganz oft sehr kreativ mit den Datenbanktabellennamen wird. Ja. Kann ich der Auditierung auch noch mitgeben, welcher User die Änderung ausgelöst hat? Ja, ich kann den User mit reinnehmen. Das erfordert aber ein bisschen zusätzliche Programmierung. Ich muss nämlich die Revision erweitern. Hibernate hat eine Standard-Revisions-Entity, die Hibernate Inverse automatisch verwendet und die beinhaltet nur die beiden Spalten ID oder Eigenschaften ID und Zeitstempel, weil Nutzer liegt außerhalb von Hibernate. Was ich aber machen kann, ist, ich kann von dieser Entität ableiten und meine eigene Revisionsentität bereitstellen. Da muss ich zusätzlich noch einen Listener implementieren, der von Inverse dann automatisch mit einer vorinitialisierten Revision-Entity aufgerufen wird und ich setze nur noch die Eigenschaften, die spezifisch für meine Revision sind. Und das ist sehr, sehr einfach, wird in den meisten Projekten gemacht, weil man halt den Nutzer oder die IP-Adresse oder sonstige Informationen noch mit persistieren möchte. Aber das ist problemlos möglich. Also wenn man das schon mal gemacht hat, ist danach der, also wenn man nicht raussuchen muss, wie es funktioniert, ist danach der Implementierungsaufwand vielleicht 5 Minuten. Gut, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Stehe weiterhin gerne noch für Fragen zur Verfügung. Wer noch mehr Hibernate-Tipps lesen möchte, dem empfehle ich gerne mein Buch Hibernate-Tipps, More Than 70 Solutions to Common Hibernate-Problems. Das folgt genau diesem Ansatz, den wir jetzt hier heute im Talk hatten. Ist also im Prinzip ein Cookbook, Fragestellung, bisschen Erklärung, viel Code und man kann es nachmachen. Ansonsten findet man mich auf thoughtsonjava.org oder auf Twitter unter thjansen123. Stehe da gerne für Fragen zur Verfügung. Ja, Dankeschön.